36 Jahre ist es nun her, dass 7 Astronauten in einem explodierenden Space Shuttle ums Leben gekommen sind. Am 26. Januar 1986 sollte das Space Shuttle Challenger zu ihrer zunächst 10. Raumfahrtmission starten. Doch genau 73 Sekunden nach dem Start, in knapp 15.000 Metern Höhe, passierte es dann. Mehrere defekte Dichtungsringe innerhalb der Raketen lösten eine Kettenreaktion aus, welches letztlich zur fatalen Explosion führte. Noch am Vorabend des Starts hat einer der Ingenieure des Raketenherstellers davor gewarnt, bei den entsprechenden Wetterbedingungen zu starten. Aufgrund der Kälte vor dem Start wurde vermutet, dass die Elastizität der Dichtungsringe hierunter leiden können. Dieses Bild unmittelbar vor dem Start zeigt schwarzen austretenden Rauch an einer der Feststoffraketen auf exakt der Position eines solchen Dichtungsringes. Dies bekräftigt die Tatsache, dass die Warnungen vor dem Start nicht unberechtigt waren. Nun fanden Taucher vor der Küste Floridas im Atlantik zufällig ein Trümmerteil der Challenger. Die Dokumentarfilmcrew war eigentlich auf der Suche nach dem Wrack eines Flugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg.